Diese Ausstellung ist zweifelsohne, hat eine politische Wurzel, Steinmeier hat das ja gesagt, und die ist zweifelsohne erfunden zu einem Zeitpunkt, zu dem das mit China noch einfacher war. Das muss man der Fairness halber ganz einfach sagen. Sie ist erfunden und anfinanziert und diskutiert vor einigen Jahren, und da war die Kommunistische Partei Chinas noch eine andere, als sie sich heute zeigt. Und das sind aber Dinge, da haben Sie keinen Einfluss drauf. Da können wir hier viel diskutieren. Da haben auch keine Partner in einem chinesischen Kulturministerium einen Einfluss drauf. Da hat schon lange kein Herr Lü in dem Museum Einfluss drauf, sondern da wirken ganz einfach Kräfte der Partei. Und deswegen bleibe ich dabei. Wir haben dort das Gegenteil von Demokratie. Da wirken ganz einfach Kräfte der Partei, die dann auf sowas einwirken, was wir nicht diskutieren, was wir nicht verändern können, was wir nicht diskutieren können, weil wir da eigentlich nicht diskutieren können, weil wir da überhaupt keinen Einfluss haben. Wenn junge Menschen heute nichts mehr wissen über den Tiananmen, dann klar, wenn 20 Jahre und länger über den Tiananmen nicht geschrieben wurde, weiß ich irgendwann nichts mehr über den Tiananmen. So, und was beabsichtige ich als ein deutsches Museum, wenn ich diese Ausstellung mache, an einem Tiananmen, von dem ich weiß, die Geschichte des Tiananmen, und die ist hier weiter diskutiert und die ist für uns weiter Gradmesser in unserem Verhältnis zu China, denke ich. So, und das heißt, was mich gestört hat, war, dass dann so getan wurde, als wären wir unheimlich subversiv und würden jetzt eine solche Ausstellung, der ja auch noch was abgeschnitten wurde an Potenz, würden solche Ausstellungen, so eine Ausstellung jetzt subversiv da angesichts des Tiananmen präsentieren können. Die Frage steht ganz einfach, ob es nicht eher so war, und am Schluss ist es natürlich schiefgegangen, dass die chinesische Seite diese Ausstellung benutzt hätte, um den blutigen Tiananmen zu rehabilitieren. Sie stellen dieses Museum dorthin und sie eröffnen tatsächlich mit einer Ausstellung, die aus der Demokratie kommt, Kunst der Aufklärung, so, und äußern sich damit nicht weiter zum Tiananmen, weil sie glauben, sie können sich durch diese Ausstellung äußern. Das ist der Punkt.